grüße Sie, meine Damen und Herren. Die schöne Überraschung in 2018 ist, dass die Zinsen weltweit stärker steigen als erwartet. Davon haben zwar zurzeit vorwiegend in US-Dollar anlegende Investoren etwas, aber auch in Deutschland sind die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen deutlich gestiegen. Ich freue mich, hierzu den Zinsexperten der Commerzbank Christoph Rieger zu begrüßen. Guten Abend, Herr Rieger. Hallo, Herr Timmermann. Ja, wie stark steigen denn die Zinsen zurzeit in den Vereinigten Staaten? Sie steigen in der Tat sehr deutlich. Wir sehen es hier etwa bei den 10-jährigen Renditen von US-Staatsanleihen, die mittlerweile knapp bei 3% notieren. Es scheint wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die 3%-Marke reißen. Die Konjunktur läuft weiter rund in den USA. Die Inflation scheint anzuziehen. Ja, und zusätzlich muss die Regierung immer mehr Geld aufnehmen. Das heißt, es wird immer mehr Anleihen am Markt geben. Wie viel Geld muss da denn aufgenommen werden? Ja, die Zahlen, die kann man schlecht kleinreden. Wir haben hier mal unsere Schätzung über die Nettokreditaufnahme in den kommenden Jahren. Ja, und nach nur etwa 500 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr rechnen wir damit, dass wir dieses Jahr schon auf über 1 Billion ansteigen werden. Und damit ist noch nicht Schluss. In den kommenden Jahren sollte es auf über 1,6 Billionen gehen. Das beinhaltet dann auch die Zahlen von der Federal Reserve, die ja ihre Bestände abbaut. Es könnte ja an dem neuen Präsidenten liegen, der investiert ja viel, der will ja auch noch eine Mauer bauen und andere Dinge. Ist das denn jetzt alles in diesen Schätzungen drin? Ich denke schon, dass da sehr, sehr viel vorweggenommen ist, auch wenn Trump immer wieder neue Pläne ins Spiel bringt. Der Kongress wird sicherlich ein Auge drauf haben, dass hier nicht alles so schnell realisiert wird. Normalerweise korrelieren ja auch die amerikanischen Zinsen mit den europäischen und den deutschen Zinsen. Heißt das, dass wir uns demnächst auch über fast 3% Zinsen bei den Bundesanleihen freuen dürfen? Ich denke, nein. Die Situation in Europa, vor allen Dingen in Deutschland auch, ist eine komplett andere. Wir haben hier überhaupt kein Nettoangebot, das auf den Markt kommt. Das heißt, einen ausgeglichenen Haushalt. Hinzu kommt, die EZB kauft nach wie vor Anleihen. Sie hat auch eine Analyse jüngst veröffentlicht, dass es fast keine deutschen Anleihen mehr am Markt gibt, die frei verfügbar sind. Das heißt, der Markt ist hier sehr eng und die Inflation, die kommt auch nach wie vor nicht hoch, sodass wir damit rechnen, dass wir eher ja, japanische Verhältnisse kriegen. Wir sehen hier die verschiedenen Renditen in den großen Ländern und wie sich eben die gelbe Linie, das sind die deutschen Renditen, schon sehr an die japanischen Renditen angenähert hat und hier eben ja, eine große Schere sich auftut zu den USA, auch wenn die Märkte auf Tages- und auch Wochenbasis immer nach wie vor korreliert bleiben, glauben wir, dass der Unterschied hier sehr groß bleiben wird. Aber kann das denn sein? Inflation ist doch eigentlich ein internationales Phänomen und die Wirtschaften Deutschland, USA sind ja auch, Europa sind sehr nah beieinander. Kann es sein, dass Inflation in Amerika ein Thema ist und bei uns in Europa gar nicht? Ich denke ja. Man muss sich nur mal überlegen, wie lange es in den USA gedauert hat, bis wir jetzt die ersten Anzeichen von einer Normalisierung bei der Inflation sehen. In der Eurozone haben wir noch lange keine Vollbeschäftigung und hier sind wir deshalb noch ein ganzes längeres Stück weit davon entfernt. Da müsste es aber jetzt eigentlich eine gute Idee sein, in amerikanische Anleihen zu investieren, oder? Was würden Sie da empfehlen? Ja, es ist sicherlich sehr interessant geworden für Anleger, die eben auch das Währungsrisiko nehmen können. Und gerade im deutschen Markt sind viele institutionelle, regulierte Investoren unterwegs, die das nicht nehmen können. Aber klar, Privatinvestoren, die das können, die sollten sich das ansehen. Hier kann man entlang der Kurve Renditen von deutlich über 2% erzielen, auch am kurzen Ende. Hier hat man auch weniger Kursrisiko, anders als am langen Ende. Wenn es wirklich zum Anleihe-Crash kommt, ist man hier einem größeren Kursrisiko ausgesetzt. Aber, das muss man immer dazu sagen, man hat natürlich generell bei Investments in US Treasuries das Währungsrisiko. Und wie groß ist das? Ja, letztendlich, wenn der Dollar weiter zur Schwäche neigt, kann man hier auch dadurch dann entsprechende Verluste verbuchen. Aber wir rechnen, dass das Gegenteil der Fall sein wird, sprich, dass der Euro demnächst schwächer wird gegenüber dem Dollar. Alles klar. Vielen Dank, Herr Rieger, für Ihre Einschätzung. Meine Damen und Herren, und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche geht es weiter mit Achim Matzke, unserem Technikexperten. Und ich werde ihn fragen, ob beim DAX die Luft raus ist. Ihnen noch einen schönen Abend.
Longstage Alpha Dividenden ETFs. Börsennotierung in Frankfurt, Xetra und Stuttgart. Der Blog zu den ETFs unter www.etf75alpha.de.